سلامي يا رفق عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يا رفق عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أحبائي خذوا مني سلامي يا رفق عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي يلازمكم وإن بعدت ركابي أطار بهمتي وأحد عزمي شباب عاش في ظل الكتاب همومي لم تزل وقفا عليهم تسامرهم تشاطرهم شبابي همومي لم تزل وقفا عليهم تسامرهم تشاطرهم شبابي. Und eine Gruppe, die in dieser Sache einen riesen Fehler gemacht hat, ist die Gruppe, die sich Hizb ut-Tahrir nennt, die Gruppe der Befreiung. Die haben in dieser Sache einen riesen Fehler gemacht. Denn sie sagen, wir glauben an Adhab al-Kabr, aber wir machen keine Akida daran, weil die Hadith in diesem Bereich nicht mutawatir seien. Weil die Hadith in diesem Bereich nicht mutawatir seien, nicht vielfach überliefert. Und das ist eine Abweichung vom Manhaj des Sahaba. Aber nicht nur, dass das eine Abweichung vom Manhaj des Sahaba ist, sondern das ist auch noch ein absoluter Fehler. Denn wir müssen wissen, dass das Wichtigste im Islam ist der Glaube an erster Stelle. Allah beschreibt das als die gewaltigste Eigenschaft der Gläubigen ist der Glaube. Woran sieht man das? Das ist das Erste, was genannt wird. Allah sagt in Sure 2, in Baqarah, in der Sure sagt er, الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ und danach nennt er وَيُقِمُونَ السَّلَاتَ und das Gebet verrichten. Das heißt, das ist die gewaltigste Eigenschaft. Wenn jemand beispielsweise fünfmal am Tag betet und Hajj, jedes Jahr Hajj macht und Ramadan fastet und Zakat macht, aber er glaubt an eine einzige Sache, die in der Akida des Islam ist nicht, er glaubt an eine einzige Sache von Umurul Ghaib, von den verborgenen Dingen nicht, die im Koran überliefert sind, die im Koran stehen, und die in der Sunna stehen, dann wird er in die Hölle gehen. Dann wird er für alle Ewigkeit in die Hölle gehen. Kannst du mir aber den Koran bitte geben auf Deutsch, Bruder? Sag Allah. So. Und nicht nur, dass es ein absoluter Fehler ist, zu sagen, dass diese Dinge, dass die Adhab al-Kabr nicht im Koran, nicht in der Sunna mutawatir ist. Es gibt insgesamt 46 Hadithe, die darüber berichten, über Adhab al-Kabr. Und der Widerspruch ist, dass jemand sagt, ich glaube dran, aber mache keine Akida dran. Nützt es einem was am jüngsten Tag, wenn du so viele gute Taten gemacht hast, und du sagst, ja, ich glaube dran, aber ich mache keine Akida dran. Weil was heißt Akida? Akida heißt fester Glaube, an den kein Zweifel kommt. Fester Glaube, an den kein Zweifel kommt. Du leugnest also, dass du festen Glauben an etwas hast, was in der Sunna vorgekommen ist. Du glaubst, du behauptest also, subhanallah, Bruder und Schwester, wenn du diesen Weg folgst, Du sagst, ich glaube nicht fest an irgendetwas, was der Prophet berichtet hat, was im Koran steht. Was nützen dir deine ganzen Taten? Wir machen uns Sorgen um dich. Deswegen bitten wir dich, diesen Weg zu verlassen, auf dem richtigen Weg zu kommen. Und das ist eine ganz klare Angelegenheit. Und übrigens ist es eine Lüge, es ist falsch. 46 Hadithe werden überliefert. Und ein Widerspruch. Gelehrte von Hizb ut-Tahrir sagen, dass man ruhig am Ende des Gebetes diese Dua machen kann, die der Prophet gemacht hat. Der Prophet hat die Dua gemacht im Gebet. Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-kabri. Ich suche bei dir Zuflucht vor der Strafe des Grabes. Wie kann man sagen, wir arbeiten mit diesem Hadith, aber zur selben Zeit leugnen wir den Hadith? Warum suchst du Zuflucht vor Strafe des Grabes? Oder sagt dein Scheich, du darfst Zuflucht vor der Strafe im Grab suchen, aber du brauchst nicht an die Strafe im Grab zu glauben. Das ist doch ein Widerspruch. Und außerdem, diese Sache ist nicht nur etwas, was in der Sunna steht. Dies ist etwas, was im Koran steht.
Die Strafe des Grabes steht ganz deutlich im Koran. Und zwar in Suratul Rafir. Dort steht in Suratul Rafir über das Volk von Fir'aun. Über das Volk von Fir'aun, dass sie am jüngsten Tag in die Hölle geführt werden. Und da sollte sich jeder, dass sie jetzt eine besondere Strafe erhalten, eine besondere Strafe, und dass sie am jüngsten Tag in die heftigste Strafe eingeführt werden. Das heißt, wenn eine Azabul Qabr, wenn einer Azabul Qabr leugnet, dann ist er in Gefahr. Denn er leugnet Hadithe, die Mutawatir sind, und er leugnet Koranverse. Und was heißt es, Koranverse zu leugnen? Heißt es, Koranverse zu leugnen, zu sagen, nein, ich glaube nicht, dass der Koranvers da drin steht? Ich glaube nicht an den Ausdruck, der jetzt im Mushaf geschrieben steht? Oder bedeutet ein Koranvers zu leugnen, auch an die Bedeutung des Koranverses nicht zu glauben? Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich glaube an jeden Vers im Koran, aber ich glaube nicht, dass es eine Strafe in der Hölle gibt. Und du sagst mir hier, aber es steht im Koran, Hölle. Du glaubst jetzt gar nicht an den Vers. Dann sagt er, doch, ich glaube an den Vers, aber ich glaube, das ist dann nur so geschrieben, Hölle muss ich anders verstehen. Dann glaubt er nicht an den Vers. Genau wie jemand, der sagt, ja, ich glaube, dass die Frau Hijab tragen muss. Ich glaube, dass der Vers, wo drin steht, die Frau muss Hijab tragen, dass der im Koran steht, aber ich glaube nicht, dass die Frau Hijab tragen muss. Das heißt, er glaubt nicht an diesen Vers. Ja? Und wie gesagt, wir haben auch noch, wie gesagt, dieser Vers, und dann haben wir, um das nochmal zu verdeutlichen, wie gesagt, 46 Sahih Hadithe, die das genau beschreiben, dass es Al-Werbul Qabr gibt. Wie viele Hadithe will man haben? Und liebe Brüder und Schwestern von Hizb ut-Tahrir, ihr seid immer, ihr seid motiviert, Alhamdulillah, MashaAllah, möge Allah euch auf den richtigen Weg führen. Möge Allah euch auf den richtigen Weg führen. Ja, Motivation, Liebe für die Religion, aber ihr müsst wissen, der Weg der Sahaba, das ist der richtige Weg. Und es gibt keine Hizb ut-Tahrir in der Sunna. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt ganz deutlich, Azabul Qabr. Und jetzt sagt ihr vielleicht, okay, ich glaube an Azabul Qabr. Ja, aber deine Leute glauben nicht an Azabul Qabr. Die Aqida von deinem Chef ist nicht an Azabul Qabr. Ganz deutlich. Und was sagen die Gelehrten? Was sagt Fudayl ibn Ayyad, ein Gelehrter der Salaf? La tujalisu sahib bidatin. Du darfst nicht mit jemandem zusammensitzen, der ein Sahib Bidda ist. Und welche Bidda kann größer sein, als zu leugnen, dass es eine Strafe des Grabes gibt? Welche Bidda kann größer sein als so etwas? Und da muss man sich ganz bewusst sein. Und dann, liebe Brüder und Schwestern von Hizb ut-Tahrir, ihr seid immer einen Hadith am runterrattern. Ja? Man mata wa laysa fi unuqihi bay'atun mata bay'at al-jahiliyyah. Wer stirbt, ohne dem Khalif Bay'a zu geben, der stirbt den Tod der Jahiliyyah. Und das ist eine Akida für euch, dass jeder Mensch dazu verpflichtet ist, alles andere ist unwichtig, dies ist die Grundlage des Islam. Ja, das ist eine Akida-Sache. Und dieser Hadith ist nicht Mutawatir. Also frage ich euch, folgt ihr den Beweisen oder folgt ihr euren Gelüsten? Auf der einen Seite macht ihr einen Hadith, der nicht Mutawatir ist, zum Kernbestandteil eurer Botschaft, zum Kernbestandteil eurer Gruppe, zum Kernbestandteil eures ganzen Handelns, und auf der anderen Seite leugnet die Azabul Qabr, wovon es 46 Hadith Sahih gibt, und dann auch noch Ayats im Koran. Und wir haben hier in Sure 40, Vers 46, da haben wir den Vers. Und ich lese ihn ganz langsam vor auf Deutsch. Das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden. Also hier. Und die Leute Fir'auns umschloss die böse Strafe. Das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden. Also alle Fir'aun werden morgens und abends dem Höllenfeuer vorgeführt. Am Tag, an dem sich die Stunde erhebt, am jüngsten Tag, was passiert da? Ja? Was wird da?
lasst die Leute von uns in die strengste Strafe eingehen. Das heißt, jetzt werden sie morgens und abends dem Höllenfeuer vorgeführt und am jüngsten Tag wird es in die Hölle gehen. In die strengste Strafe. Das heißt, jetzt ist die Adhab al-Kabar und dann kommt die strengste Strafe. Und wenn ihr zurückgeht zum Tafsir von Tabari, dann werdet ihr sehen, dass alle Sahaba diesen Vers als Adhab al-Kabar gedeutet haben. Also wie kann man hingehen und so etwas leugnen oder zu sagen, ich mache das nicht zu meiner Akida, aber ich glaube dran. Das ist genau dasselbe wie leugnen. Das ist genauso, als wenn ich sagen würde, ich glaube an den Propheten Mohammed, aber ich mache keine Akida, keinen festen Glauben daran. Und Imam Ghazali sagt in seinem Buch Ihya Ulumuddin, dort schreibt er bezüglich des Glaubens an den Propheten Mohammed ganz deutlich, und der Glaube von niemandem wird angenommen, bis er an all das glaubt, wovon der Prophet sallallahu alaihi wasallam berichtet hat. Und dann fängt er an und erwähnt unter anderem Adhab al-Kabr, die Strafe im Grab. Das heißt, da muss man sich Gedanken machen. Wir gehen zu Akida Tahawiyah, die Akida von Abu Hanifa, wie gesagt wird. Und da steht Adhab al-Kabr. Wir gehen zu Matan al-Kairawaniyah von Imam al-Kairawani, von Maliki Madhab, da steht Adhab al-Kabr. Wir gehen zu Matan in Akida, zu dem Text in Akida von Ibn Qudama al-Maqdisi. Wir gehen zu diesem Text im Hanbali Madhab und da steht Adhab al-Kabr, Strafe im Grab. Wir gehen zu Imam al-Shafi'i, er sagt Adhab al-Kabr, also wie kann man dieser Sache widersprechen? Und wie gesagt, und viele Gelehrte haben gesagt, man waqara sahib bidatan, ja, faqad aana ala hadm al-Islam. Wer jemanden, der Bida macht, beschützt, das heißt, du beschützt diesen Madhab, du beschützt diese Gruppe, das ist, was die Salaf gesagt haben, du sagst, nein, die sind aber trotzdem gut. Und die haben so ein Fundament des Glaubens geleugnet. Eine Säule vom Glauben an den jüngsten Tag. Was sagen sie? فَقَدْعَانَ عَلَى حَدِّمِ الْإِسْلَامِ. Der hat geholfen, den Islam zu vernichten. Deswegen muss man sich abwenden von diesem Irrweg. Und das sage ich nicht jemandem, um zu beleidigen, weil ich weiß, es gibt viele Menschen darunter, die denken, sie tun etwas Gutes. Aber das ist der falsche Weg. Man muss den richtigen Weg gehen. Und nicht nur den ganzen Tag reden über Ziele, die vielleicht weit entfernt sind, sondern der Prophet ﷺ hat angefangen, in Mekka jeden Menschen aufzurufen zum Islam. Hat den Islam komplett praktiziert und nicht gesagt, ja, jetzt können wir uns rasieren, morgen können wir uns nicht mehr rasieren, wir fangen erst an, das und das und das zu praktizieren, wenn wir einen Khalif-Staat haben. Dieses Bewusstsein gab es nie. Subhanallah. Man braucht sich nur die mekkanische Zeit anzugucken, man wird es nicht finden. Subhanallah. Du findest keinen einzigen Vers im Koran, wo steht, ja, mach das Khalifa. Oder zeig mir diesen Vers. Wie viele Verse findest du Aqimus Salah? Heute findest du Leute, die sagen, ja, du brauchst die Leute nicht so viel zum Gebet einzeln, das ist nicht so wichtig. Viel wichtiger ist Khalifa. Warum wird dann das Gebet so oft im Koran erwähnt, wenn das anscheinend nicht wichtig ist? So, dann. Volles Gehorsam. Es gibt manche Leute, die behaupten, das habe ich eben schon erwähnt, man müsste irgendjemand außer dem Propheten Muhammad s.a.w. blindes Gehorsam leisten. Das heißt zum Beispiel in Fiqh, dir ist es nicht erlaubt, einem anderen Madhab zu folgen in einer Mes'ala. Ich sage euch, liebe Brüder und Schwestern, wer hat das erzählt? Haben die vier Imame das gesagt? Haben die sechs Muhadithun das gesagt? Hat einer der Sahaba das gesagt? Hat der Prophet gesagt, haltet euch an einen der vier Madhab? Wir sagen nicht, und ich betone das, dass man keinem der vier Madhab folgen muss. Wir sagen nicht, und ich betone das, dass diese vier Madhab falsch sind. Wir sagen, dies sind mit die größten Gelehrten. أحبائي خذوا مني سلامي يا رفق عليكم مثل السحاب فؤادي عندكم يضحي ويمسي
يلازمكم وإن بعدت ركابي. أحبائي خذوا مني سلامي، يرف عليكم مثل السحاب، فؤادي عندكم يضحي ويمسي، يلازمكم وإن بعدت ركابي. أحبائي خذوا مني سلامي، يرف عليكم مثل السحاب، فؤادي عندكم يضحي ويمسي، يلازمكم وإن بعدت ركابي. أطار بهمتي وأحد عزمي، شباب عاش في ظل الكتاب، همومي لم تزل واقفا عليهم، تسامرهم تشاطرهم شبابي. همومي لم تزل واقفا عليهم، تسامرهم تشاطرهم شبابي.